ist Mehmet Scholl also mit so die humorvollsten Sprüche auch so rund um ihre Person ins Leben gerufen hat. Kennen Sie zum Beispiel die Geschichte, er ist mal gefragt worden, wovor er Angst hätte, und er hat gesagt, vor Krieg und Oliver Kahn? Naja, Sehr schön fand ich auch die Geschichte, Zitat Scholl, die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Olli Kahn beim Einseifen zusieht. Verstehe ich nicht. Und dann gibt es noch eine letzte schöne Anekdote. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Angeblich hat Scholli wohl ihre neuen Lederstiefel geklaut und soll splitterfasernackt nur mit ihren neuen Lederstiefeln bekleidet in den Massageraum gekommen sein und gefragt haben, wie findest du denn meine neuen Schuhe? Das stimmt, ja, das kann ich verstehen. Der Mehmet war halt jemand, der das immer versucht hat. So mit einem lockeren Spruch irgendwo diesen Druck auch vor dem Spiel loszuwerden. Aber wir haben schon, muss man ehrlich sagen, viele, viele interessante Momente zusammen erlebt. Und wir waren ja auch immer vor dem Spiel. Ich weiß noch, wenn wir, saß immer direkt neben mir in der Kabine damals und haben dann immer so komische Sprüche haben wir dann immer gemacht, um uns aufzubauen, haben wir dann zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht, aber wirkst irgendwie total unsicher auf mich heute. Und das heißt, wir haben praktisch lauter solchen Blödsinn gemacht, den haben aber auch nur wir Karlsruher irgendwo verstanden. Wenn du das zu jemand anders gesagt hättest, der hätte nicht mehr spielen können. Also wir haben lauter so seltsame Rituale da gehabt. Es hat dann aber auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Also das zeigt, er hat schon einen sehr, sehr, sehr außergewöhnlichen und manchmal auch gewöhnungsbedürftigen Humor gehabt.